Nigeria ist dabei, sich zur ersten afrikanischen Supermacht der Welt zu entwickeln. Am 1. Oktober 1960 wurde Nigeria die Unabhängigkeit von Großbritannien gewährt. 3 Jahre später entstand daraus die Republik Nigeria. Die ethnisch und regional geteilte Nation hatte jedoch mit Problemen zu kämpfen. Bis 1967 brach ein Bürgerkrieg aus. Nach dem Krieg wurde eine zweite Republik gegründet. Die Regierung wurde jedoch von Korruption heimgesucht, was einen Schatten auf die Nation warf. Im Jahr 1983 wurde die Regierung dann durch einen Militärputsch gestürzt und Generalmajor Muhammadu Buhari an die Macht gebracht. Buharis Regierung wurde jedoch immer unbeliebter und 2 Jahre später wurde er nach einem weiteren unblutigen Staatsstreich durch General Ibrahim Babangida ersetzt. Leider errichteten Babangida und sein Vorgänger ein grausames, undemokratisches und korruptes Militärregime, das 13 Jahre lang andauerte, bis 1998 der damalige Machthaber Sani Abacha starb. Sein Vorgänger Abdul Salami Abubakar versprach, die Macht an das Volk zurückzugeben. Am 29. Mai 1999 übergab er die Macht an den gewählten Präsidenten Olusegun Obasanjo und seither hat Nigeria erhebliche Fortschritte gemacht. Der schlafende Riese ist endlich erwacht. Seit seiner Unabhängigkeit ist die Bevölkerung Nigerias um 362% gestiegen, von 45 Millionen Menschen im Jahr 1960 auf 208 Millionen im Jahr 2020. Heute ist Nigeria das bevölkerungsreichste Land Afrikas, mehr als doppelt so viel wie der zweite Platz. Dieses Wachstum wurde durch viele Faktoren ausgelöst, insbesondere durch hohe Geburtenraten, die durch frühe Eheschließungen und den Respekt vor großen Familien verursacht werden, in Verbindung mit sinkenden Sterblichkeitsraten, die hauptsächlich auf Verbesserungen im Gesundheitswesen zurückzuführen sind. Das Bevölkerungswachstum in Nigeria wird auch in Zukunft anhalten. In den nächsten 30 Jahren wird seine Bevölkerung mit 401 Millionen Menschen die von Brasilien, Pakistan, Indonesien und den USA übertreffen und damit das drittbevölkerungsreichste Land der Welt sein. Bis zum Jahr 2100 wird die Bevölkerung des Landes voraussichtlich 733 Millionen Menschen erreichen, fast so viel wie in ganz Europa heute. Das rasche Bevölkerungswachstum Nigerias wird Probleme, aber auch Chancen mit sich bringen. Wenn es erfolgreich bewältigt wird, könnte es zu einem massiven Wirtschaftswachstum und einer größeren militärischen Macht führen. Wenn die nigerianische Bevölkerung wächst, wird die Wirtschaft des Landes dramatisch expandieren. Von 2000 bis 2019 ist das nigerianische BIP in Kaufkraftparitäten um 282% gestiegen. Von 282 Milliarden auf heute 1,1 Billionen US-Dollar. Das Land ist heute die größte Volkswirtschaft Afrikas. Diese Expansion ist hauptsächlich auf das Wachstum des nigerianischen Industrie- und Dienstleistungssektors zurückzuführen. Dank des Überflusses an billigen, jungen Arbeitskräften und eines riesigen Inlandsmarktes hat das verarbeitende Gewerbe einen Boom erlebt. Darüber hinaus haben Bank- und Telekommunikationsdienstleistungen ein erhebliches Wachstum erfahren. Aber obwohl die nigerianische Wirtschaft gewachsen ist, verfügt sie immer noch über eine sehr schlechte Infrastruktur, was die Geschäftstätigkeit sehr erschwert hat. Aus diesem Grund sind die internationalen Investitionen in Nigeria nach wie vor unterdurchschnittlich. Um Investitionen anzuziehen und das Wirtschaftswachstum zu fördern, verfolgt Nigeria viele groß angelegte Infrastruktur-Megaprojekte. Dazu gehören ein 2,7 Milliarden Dollar teures Stadtbahnsystem in Abuja, der Hauptstadt des Landes, eine 8,3 Milliarden Dollar teure Normalspurbahn, die Lagos und Kano, die beiden größten Städte des Landes, verbinden soll, eine 11 Milliarden Dollar teure Eisenbahnlinie zwischen Lagos und Calabar sowie ein 3,6 Milliarden Dollar teures Stadtbahnsystem in Lagos. Weitere Infrastruktur-Megaprojekte sind das 5,8 Milliarden Dollar teure Mambila-Wasserkraftwerk im Osten Nigerias und der 1,65 Milliarden Dollar teure Lekki Deep Seaport außerhalb von Lagos, der bereits jetzt der größte Seehafen Nigerias ist. Neben der Infrastruktur baut Nigeria auch mehrere brandneue Städte, um Investitionen anzuziehen. Die derzeit größte ist Eco Atlantic, eine für 6 Milliarden Dollar geplante Stadt in Lagos, die derzeit auf zurückgewonnenem Land gebaut wird. Außerdem gibt es die Centenary City, eine für 18 Milliarden Dollar geplante Stadt außerhalb von Abuja, die sich derzeit in der Anfangsphase des Baus befindet.
Es bleibt zu hoffen, dass diese Megaprojekte und kleinere Projekte erfolgreich Investitionen anziehen können und das Wirtschaftswachstum ankurbeln werden, um Nigeria zu einem globalen wirtschaftlichen Kraftzentrum zu machen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass das nigerianische Real-BIP bis 2050 4,35 Billionen US-Dollar erreichen wird, 303% mehr als 2019. Dies entspricht einem Pro-Kopf-BIP von 10.800 Dollar, verglichen mit 5.360 Dollar im Jahr 2019. Während die nigerianische Wirtschaft wächst, wird auch die militärische Macht des Landes zunehmen. Seit fast 20 Jahren hat Nigeria ein Verteidigungsbudget von etwa 0,5% seines BIP beibehalten. Wenn dies so weitergeht, werden die Verteidigungsausgaben Nigerias zusammen mit seiner Wirtschaft wachsen und dem Land ein schlagkräftiges Militär bescheren. Darüber hinaus wird, wie bereits erwähnt, das Bevölkerungswachstum Nigerias die Zahl der Arbeitskräfte erhöhen, sodass im Falle eines Konflikts mehr potenzielles Kampf- und Arbeitspersonal zur Verfügung steht. Und schließlich wird Nigerias Einfluss im Ausland wachsen. Die nigerianische Filmindustrie oder Nollywood hat sich schnell zur zweitgrößten Filmindustrie der Welt entwickelt, nur übertroffen von Indiens Bollywood. Ihre Filme haben ein wachsendes Publikum auf dem gesamten Kontinent und international angezogen. Wenn die Industrie expandiert, wird sie die nigerianische Kultur in die ganze Welt exportieren, so wie es Hollywood für die USA getan hat, und den kulturellen Einfluss des Landes vergrößern. Wie die Filmindustrie wächst auch die nigerianische Musikindustrie schnell. Nigerianische Musiker wie Wizkid, Davido, D'Banji, Dekno Savage, P-Square, Burna Boy und viele andere haben ein weltweites Publikum angezogen und erreichen mit ihren YouTube-Musikvideos Dutzende und sogar Hunderte von Millionen von Zuschauern. Viele dieser Musiker haben mit prominenten amerikanischen Künstlern wie Drake, Chris Brown und Snoop Dogg zusammengearbeitet und Hits wie Drake's One Dance geschrieben, die das amerikanische Afrobeats-Musikgenre in der Welt bekannt gemacht haben. In Zukunft wird die nigerianische Musikindustrie sicherlich expandieren und ihre Musikkultur in die ganze Welt exportieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich Nigeria schnell zur ersten Supermacht Afrikas entwickelt. Der Weg Nigerias zur Supermacht wird jedoch nicht leicht sein. Das Land steht derzeit vor vielen entmutigenden Problemen. Das erste ist der Terrorismus. Seit dem Beginn ihres Aufstands im Jahr 2009 stellt die Terrorgruppe Boko Haram eine Bedrohung für den Nordwesten Nigerias dar, die Zehntausende von Menschen getötet und über 2 Millionen vertrieben hat. Wenn es nicht gelingt, Boko Haram und die Banden im Norden Nigerias zu zerschlagen, wird der Tourismus im Land weiter zurückgehen, Menschen werden unnötigerweise sterben und die nationale Entwicklung wird behindert werden. Ein weiteres großes Problem in Nigeria ist die Überbevölkerung. Wenn das Bevölkerungswachstum die Entwicklung übersteigt, wird die Armut von ihrem bereits sehr hohen Niveau aus nur noch weiter zunehmen und die nationale Entwicklung zurückwerfen. Glücklicherweise ist die Bevölkerungswachstumsrate in Nigeria in den letzten Jahren jedoch zurückgegangen. Es bleibt zu hoffen, dass sich dies fortsetzt, sodass das Pro-Kopf-BIP weiter steigen kann. Nigeria wird sich auch mit dem Klimawandel auseinandersetzen müssen. Lagos, die Finanz- und Wirtschaftsmetropole Nigerias und die größte Stadt Afrikas, liegt sehr niedrig und ist dadurch extrem gefährdet, dass der Meeresspiegel steigt und es zu Überschwemmungen kommt. Darüber hinaus führt der Klimawandel dazu, dass Dürren im Norden und extreme Regenfälle im Süden immer häufiger auftreten, wodurch große Teile der Anbauflächen gefährdet sind. Darüber hinaus ist Nigeria nach wie vor von Korruption durchdrungen. Der derzeitige Präsident Muhammadu Buhari hat einen politischen Kampf gegen die Korruption begonnen. Seine Methoden werden jedoch kritisiert und die Korruption ist immer noch weit verbreitet. Von 2015 bis 2018 wurden 603 nigerianische Persönlichkeiten aufgrund von Korruptionsvorwürfen verurteilt. Darüber hinaus stellen auch Ungleichheit, Arbeitslosigkeit und mangelnde Bildung ein großes Problem dar. Der reichste Mensch Nigerias, Aliko Dangote, hat ein Nettovermögen von 13,5 Milliarden Dollar. Gleichzeitig leben 40% der nigerianischen Bevölkerung von weniger als einem Dollar pro Tag. Und schließlich hat die Coronavirus-Pandemie die nigerianische Wirtschaft schwer getroffen und wird das kurzfristige Wirtschaftswachstum mit Sicherheit beeinträchtigen. Dennoch verbessern sich die Bedingungen. Nigeria ist auf dem besten Weg, sich auf der Weltbühne zu profilieren und zu einer afrikanischen Supermacht zu werden. Was meinst du dazu? Welchen Platz wird Nigeria in der Welt finden?
Lass es uns in den Kommentaren wissen und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann kannst du Futurology jetzt gerne abonnieren, damit du in Zukunft nichts mehr verpasst. Vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal.